is a word inside the music. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Ja, es ist mal wieder soweit, meine Freunde, und zwar ist es lange her, Rockstar Games veröffentlicht das nächste DLC. Und dieses trägt den Namen Cunning Stunts Special Vehicles. Das bedeutet schlicht und weg und ergreifend einfach, dass wir, wie ihr es im Hintergrund auch schon sehen könnt, mit Spezialfahrzeugen Stuntrennen fahren können. Was gibt es alles neu in diesem DLC? Das Ganze wird wieder so ablaufen wie mit den anderen DLCs, dass nicht alles freigeschaltet ist. Ist ja auch auf eine Art irgendwie verständlich, so dass der Hype ein bisschen da bleibt. So, was haben wir denn mit diesem DLC, beziehungsweise was haben wir denn alles mit runtergeladen und was ist alles mit freigeschaltet worden? Also, heute ist Dienstag, der 14. März 2017. Heute haben wir in GTA Online freigeschaltet bekommen einmal 20 Stuntrennen, die von Rockstar erstellt worden sind. Diese 20 Stuntrennen passen zu den Spezialfahrzeugen. Einmal den Runa 2000, dann einmal haben wir den Blazer Aqua und natürlich den Rocket Voltic. Jede Rennen sind individuell angepasst an diese Spezialfahrzeuge. Und das ist noch nicht alles. Wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, sind auch neue Möglichkeiten verfügbar, diese Stuntrennen zu bauen. Weil ich meine, ihr seht diese abgefahrenen Lichter, das ist einfach nur geil und ich finde, das sieht mega geil aus. Sollte man aber allerdings vermeiden, solche Strecken zu fahren mit solchen Röhren, wenn man etwas getrunken hat. Ich glaube, das Ganze kommt dann nicht so gut. Deswegen, wenn man vorhat, solche Rennen zu fahren, sollte man den Alkohol aus dem Kopf lassen, weil sonst kann das böse enden. Auf jeden Fall sind 20 neue Stuntrennen veröffentlicht worden von Rockstar Games, die Rockstar Games erstellt hat. Es wird uns allerdings auch möglich sein, solche Stuntrennen für Spezialfahrzeuge auch selbst zu bauen, auch mit diesen Röhren. Allerdings ist das Ganze leider noch nicht freigeschaltet worden von Rockstar Games. Das wird im Laufe der, ja, in diesem Monat noch kommen. Genauso wie die anderen Fahrzeuge. Wir haben auch unter anderem heute ein neues Fahrzeug bekommen, und zwar den Porgen GP1. Den haben wir dazu bekommen heute, ist freigeschaltet worden. Ist ein Supersportwagen der Reihe Progen. Den können wir uns auf jeden Fall jetzt schon gönnen. Die anderen Fahrzeuge, die anderen Autos und die Möglichkeit, dieses Spezial-Stuntrennen selbst zu bauen, das wird alles nach und nach wieder freigeschaltet, immer zu Eventwochen. Ich denke, dass nächsten Dienstag wieder ein neues Auto freigeschaltet wird und irgendwas anderes. Darauf den Dienstag wieder ein neues Auto und so weiter. Ihr kennt das ganze Prozedere, wie Rockstar Games das Ganze immer veranstaltet. Ja, was gibt es zu diesem Update eigentlich zu sagen? Ist es jetzt nicht so der Mega-Hype, sag ich jetzt mal, wie andere DLCs, zum Beispiel wie Ill-Gotten Gates und die anderen großen Updates. Aber ich finde das eine sehr geile Sache. Auf jeden Fall mit den Stuntrennen, die Rockstar damals eingeführt hat, ist auf jeden Fall ein riesen Hype ausgebrochen, weil ich feiere diese Stuntrennen auf jeden Fall heute noch und ich fahre sie heute einfach noch gerne. Und mit diesen neuen Röhren, ich finde das einfach nur mega geil. Ich finde, da hat Rockstar sich mal wieder selbst übertroffen. Auf jeden Fall finde ich das wirklich mega geil. Wer von euch jetzt wissen möchte, wie dieses Rennen heißt zum Beispiel, was ihr im Hintergrund seht, das ist das Rennen Impuls. Findet ihr auf jeden Fall auch bei den neuen Stuntrennen. Ist auf jeden Fall mega geil. Die anderen Rennen bin ich noch nicht gefahren, aber das ändert sich, meine Freunde. Und zwar fahre ich diese Rennen nicht alleine, sondern mit euch zusammen. Ich werde, denke ich mal, morgen oder keine Ahnung, heute noch vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich denke mal eher morgen, ein Abo zocken mit euch veranstalten mit diesen Rennen. Also könnt ihr auf jeden Fall dabei sein, wenn ihr Bock habt. Und ja, wie gesagt, wer jetzt denkt, dass er jetzt schon sofort loslegen kann und solche Stuntrennen selber bauen kann, leider, nee, ich habe im Editor nachgeguckt und da finde ich leider nichts drunter. Aber wie gesagt, das Ganze kommt erst noch.
Gut, meine Freunde, das war es erstmal zu diesem DLC, diese kleine Information. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, könnt ihr diesem ganzen Video natürlich eine positive Bewertung da lassen. Würde ich mich riesig darüber freuen. Und wenn du noch nicht Abonnent meines Kanals bist, Junge, dann wird es aber mal Zeit. Drück auf den Abonnier-Button, würde ich mich auch darüber freuen. Gut, hier könnt ihr noch sehen die ganzen anderen Rennen, die so verfügbar sind. Auf jeden Fall, es lohnt sich, diese Rennen zu fahren. Gut, wo war ich stehen geblieben, meine Freunde? Also, wenn es euch gefallen hat, positive Bewertungen da lassen. Ansonsten schreibt mir noch in die Kommentare, wie ihr diese neuen Stunt-Rennen findet. Würde mich auch mal interessieren. Also gut, meine Freunde, würde ich noch sagen, bleibt gesund, meine Freunde. Bleibt treu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.